Tom, wie weit bist du? Der Zug, in dem sich Pizzi befindet, ist nicht einmal einen Kilometer entfernt. Ich sehe den Rauch der Lokomotive, habe den Zug gefunden, hole ihn in Kürze ein. Hi, Tom, da stimmt doch etwas nicht. Wisst ihr, was es ist, Detektive? Was stimmt hier nicht? Ist es der Rauch der Lokomotive? Oder sind es die Schienen? Oder lauert Gefahr irgendwo im Gebüsch? Was meint ihr? Den Drahtesel, den führe ich in die Irre. Träum weiter, Fritz Phantom. Und jetzt zum Millionenzug. Ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist weg! Nein! Habe den Zug erreicht. Turbosprung, los! Geld! Wer versteckt so etwas hier? Was passiert wohl, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Das ist, wenn ich den hier drücke. Was soll das? Was ist hier los? Was? Scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Wo steckt denn der heutige Kandidat? Er ist doch reingestiegen, oder? Solche wie dich verdrücke ich zum Frühstück. Solche wie dich verdrücke ich zum Frühstück. Lass mich! Du, wer bist du? Pizzi und Sie? Traumstein, Theo Traumstein. Wen wollen Sie eigentlich mit dieser fahrenden Geisterbahn erschrecken? Ja, eigentlich sollte heute ein gewisser Opa Phantom mitfahren. Opa? Sehe ich vielleicht aus wie ein Opa? Wie bist du hier hereingekommen? Naja, eher aus Zufall. Das dachte ich mir. Was ist hier eigentlich los? Das würde ich auch gerne wissen. Tom, schau mal. Alles voller Geld. Woher ist das Geld? Haben Sie es gestohlen? Aber nein. Schaut her. Hier sind überall Kameras versteckt. Ich bin vom Fernsehen. Wir laden Leute ein, mit diesem Zug zu fahren. Unterwegs beginnt dann der Spuk. Nur wer bis zur Endstation durchhält, bekommt als Preis 1 Million. Das Geld hier in diesem Koffer. Interessant. Aber ich war nur ganz kurz mit und krieg die Million trotzdem. Moment mal, ich war mutig. Ich krieg das Geld.
Her damit! Wagen Sie es nicht, das Mädchen anzugreifen! Was siehst du, du Vorgartenzwerg? Her mit dem Geld, sonst, Mitzi, gib es ihm. Nein! Du musst! Nein! Wir müssen die Notbremse ziehen. Gute Idee, aber wo ist die? Ja, Detektive, wo befindet sich die Notbremse? Hier irgendwo ist die Notbremse versteckt. Schaut euch diese drei Plätze genau an. Wo ist die Notbremse? Notiert euch den Buchstaben, der bei der Notbremse zu sehen ist. Halt! Stehen bleiben! Gratulation. Du hast die Fahrt im Spukzug geschafft und gewonnen. 1 Million. Wow, Wahnsinn! Hallo? Opa Phantom? Ja, hast du den Zug? Nein. Oder die Millionen? Ich habe nur einen Brummschädel. Du bist wirklich eine Schande. Du Versager! Du Nichtsnutz! Du nichtsnutziger Versager! Du versagender Nichtsnutz! Fritz Phantom könnte wirklich als Gespenst in der Geisterbahn arbeiten. Dazu hätte er sicherlich Talent. Detektive, habt ihr Talent? Zu einem Superdetektiv, zum Meisterdetektiv? Ja, dann sollten die 5 Buchstaben, die ihr heute gesammelt habt, von hinten nach vorne gelesen, ein Wort ergeben. Das streng geheime Codewort. Dann habt ihr nämlich den Fall gelöst. Wollt ihr mitspielen und gewinnen? So wird's gemacht. Ruft an und sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter. 0810 001 199 ist die Telefonnummer. Codewort und Gewinner der letzten Folge seht ihr im Teletext auf Seite 709 oder im Internet unter konfetti.orf.at. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr bekommt für eure turbotolle Grübelleistung ein spannendes Buch und eine Detektivurkunde von Thomas Brezina. Bleibt auf der Spur.